gerade im Einflug über die 1-3. Ja, für mich interessant zu sehen heute hier. Ich selbst war Programm, Teil des Programms damals. Ich selbst sollte geschult werden auf der damals noch G500 Ekret, so hieß die militärische Bezeichnung der Grob G520. Ein Riesenflugzeug, wenn man das hier so am Himmel sieht. Die Spannweite ist größer als die einer 737. Die Spannweite der Grob beträgt ungefähr 33 Metern bei einer Länge von über 13 Metern. Und einer Höhe von fast 6 Metern. Ein wirklich großes Flugzeug mit einem maximalen Startgewicht von knapp 5 Tonnen. Ja, dieses Flugzeug ist auch in ganz modernen Bauweisen erstellt worden, mit ganz modernen Materialien. Es ist wirklich ganz in Faserverbundbauweise, in Kohlefaser und Glasfaserfasern hergestellt. Und es hat durchaus einen gewissen Bezug hier auch in die Region, hat doch in den 70er Jahren die Firma Grob im Segelflug ihre Ursprünge genommen. Die Firma Grob hat in den 70er Jahren mit dem Standard-Zirkus, das ist ein 15 Meter Standardklasse-Flugzeug, welches hier in Kirchheim entwickelt und gebaut wurde, mit 200 Lizenzfertigungen den Flugzeugbau in Mindelheim eingeleitet. Ja, um natürlich in großer Höhe überhaupt noch ausreichend Schub zu entwickeln, ist der Motor in Bodennähe und am Start und Anfangsstart wirklich noch reduziert in der Leistung. Ich glaube, er würde sich aus den Verankerungen reißen. So viel Power entwickelt das Triebwerk und erst in größeren Höhen wird dann die volle PS-Zahl entfaltet. Also ganz interessantes Flugzeug, ganz interessante Silhouette. Bekommt man auch sonst ja eigentlich nicht zu sehen, nicht das Übliche, was man im Himmel sieht. Jetzt im simulierten Einflug auf die B1. Ja, ganz leise, wirklich. Unglaublich. Dieses besondere Design, eine Zuladung von ungefähr 1000 Kilogramm für die Grob 520, die, wie schon gesagt, wird auch genannt The Eye in the Sky, also mit verschiedenen Sensoren ausgerüstet werden kann. Für verschiedene, für wissenschaftliche Zwecke, für Forschungszwecke oder auch für militärische Aufklärungszwecke. Und wer sich da ein bisschen auskennt, das Design erinnert natürlich schon ein bisschen an das, dass der U-2, der TR-1 bei den Amerikanern. Und das ist ganz klar, um in großen Höhen überhaupt noch Auftrieb zu erzeugen, sind diese großen Tragflächen, diese langen Tragflächen vonnöten. Ja, und vielleicht einen ganz, ganz interessanten, ganz aktuellen Einsatzzweck hat dieses Flugzeug auch. Es dient tatsächlich, man mag es kaum glauben, als Schleppflugzeug von Segelflugzeugen, genau genommen von einem neu gebauten Segelflugzeug, nämlich dem Höhenweltrekords-Segelflugzeug Perlan. Das Perlan 2-Projekt ist ein in Amerika gestartetes Unternehmen, bei dem wirklich mit einem Segelflug versucht wird, weit außerhalb der normalen Atmosphäre in Höhen bis zu 30 Kilometer ohne Antrieb zu steigen. Tatsächlich gibt es in diesen großen Höhen noch Aufwinde. Um überhaupt in diese Höhen zu kommen, braucht man einen sehr, sehr hohen Schlepp. Und genau mit diesem Flugzeug, dieser Grob G520, wird dies erreicht mit F-Schlepps. Allein das ist ein Weltrekord. In Höhen weit über 5000 Meter.